Es gilt folgende semantische Äquivalenz. Schauen wir uns das an. Ich habe eine Anweisung, eine beliebige Anweisung. Und anschließend folgt while, Bedingung, Anweisung. Dann ist das genau äquivalent zu der Du-Anweisung, die wir gerade kennengelernt haben, nämlich Du-Anweisung 1, while Bedingung. Hier wird die Anweisung 1 auf jeden Fall einmal ausgeführt und dann in dieser Schleife eventuell mehrmals. Genauso hier. Hier wird die Anweisung ausgeführt, bevor diese Bedingung getestet wird und unter Umständen wird die Anweisung erneut ausgeführt. Für ein Beispiel mal diese Äquivalenz durchgeführt. Ich habe hier int-Anzahl gleich io.readInt. Dann kommt die Do-Anweisung. Die Iterationsanweisung ist nun diese Block-Anweisung, die diese Anweisung und diese Anweisung zu einer Einheit zusammenfasst. Wenn ich jetzt entsprechend vorgehe, wie mir diese Äquivalenzbeziehung das angibt, schreibe ich hier zunächst die Anweisung hin, die ja im Prinzip mit der Do-Anweisung nichts zu tun hat. Anschließend ziehe ich die Iterationsanweisung, das ist hier die Block-Anweisung, raus und schreibe dann hin, while Anzahl kleiner gleich 3, das ist hier die Bedingung, und dann folgt hier die Iterationsanweisung. Diese Anweisungen sind äquivalent. Es wird also zunächst ein Wert eingelesen über die Tastatur, dann wird der ausgegeben, es wird die Variable Anzahl um den Wert 1 erhöht und anschließend wird getestet, ob Anzahl kleiner gleich 3 ist. Aber auf jeden Fall wird hier zunächst einmal Anzahl ausgegeben. Unabhängig, ob der Benutzer beispielsweise den Wert 4 oder 5 eingegeben hat. Dann wird natürlich eben der Schleifenbedingung false geliefert, weil 4 oder 5 ist nicht kleiner als 3 und das Programm beendet. Und wenn ich diese semantische Äquivalenz mir betrachte, ist das hier genau dasselbe. Es wird hier Anzahl eingelesen und auf jeden Fall einmal ausgegeben, bevor hier die Bedingung überprüft wird.